Moment, bitte. Ich weiß nicht, wie ich das Relaxo aufwecke. Oh, ich bin voll geschult. Oh, ich weiß, wo alles ist. Ich hab's ungefähr schon zigtausendmal durchgespielt. Fick dich. Hart in dein Knie. Okay? Okay. Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver mit mir, Leonsi40. Part 29 dürfte es sein. Und ich zeig euch mal. Voll arrogant so. Ich zeig euch. Ich mach's euch jetzt so. Ja. Oh ja, genauso wie ihr es gerade gehört habt. Genauso mache ich's euch. Radfahrt Level 15 kann mir gar nichts. Denn ich hab mein liebes Psyana. Ja, Ziel ist es, dieses Relaxo aufzuwecken. Aber Tobi, wie macht man das? Ganz einfach, indem man nach Lavandia geht und sich dort das Radiomodul holt, womit man Pokerflöte abspielen kann. Und das ist total easy. Seht ihr von diesem Pokémon, da gibt es ein großes Kraftwerk von den Körper des Entschuldigung. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Aber ich brauche ein Pokémon, das Blitz beherrscht. Was mache ich da? Bin ich doof? Ja, ich bin echt doof. Ich habe auf meinen verkackten Bildschirm gesabbert. So. Ah ne, war richtig. Schlecker. Wieso haben wir einen Pottrott namens Nessie? Hat Peter zu viel, keine Ahnung, Kohlendioxid geschnüffelt? So, und jetzt natürlich die Frage. Warte. Scheiße, ich bin doof. Jetzt aber natürlich die Frage: Kann ein Pokémon von unserem Team, also was wir dabei haben, Blitz? Nein, 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 nein. Ich frage mich gerade, wie sehr Peter sich einfach nur abfacken würde. Ja. Wenn wir einem seiner Pokémon Blitz beibringen würden. Das wäre so mega Trolling Level over 9000, aber egal, das lasse ich jetzt einfach mal. Da möchte ich hin. Bitte lass mich Blitz haben, bitte, danke. Ich würde, ich würde so am Rad drehen, wenn wir Blitz nicht hätten. Obwohl jetzt die Frage, brauchen wir Blitz überhaupt? Felstunnel. Shit, yeah, wir brauchen Blitz. Und ein kleiner, Safe-Safe dazwischen, denn wie bekannt ist, scheißt das Spiel gerne mal ab. Beziehungsweise der Emulator. Wie man es möchte. So, alles klar, kein Problem. Boah, really? Level 10? Ich bin so not amused, ja, diesen Scheiß hier zu machen. Weil Peter einfach nur inkompetent und scheiße ist. So, egal, komm. Wir gehen jetzt einfach mal so. Warte mal, kann ich mit Zertrümmer. Ach egal, weißt du, uninteressant eigentlich. Total uninteressant. Ach, ich bin so sch. Und noch einmal, weil es so schön ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein Önix. Mit Ö. Ein Önix. Das hat es bei uns damals nicht gegeben. Höchstens in Gelb. Nicht mal. Genieß wieder mal die schöne Landschaft hier und hol uns gleich mal den Pokéball, der da unten war. Was gibt's zu erzählen? Ja, Titanfall. Ja, wann kommt das hier überhaupt raus? Ich glaube, ich lade das zusammen mit Darksiders hoch am Sonntag. Was gibt's zu erzählen? Titanfall.
ist raus. Ja, hammer geil. Diese Woche kommt Final Fantasy 10 HD raus. Noch viel geiler. Ja, sobald die Sub kommt, sofort wird natürlich sofort aufgenommen. Weil, jetzt mal kurz meine ungeteilte Meinung wahrscheinlich. Ich finde Final Fantasy 10 ist das mit Abstand beste Final Fantasy. Man möge mich dafür jetzt schlagen, ja. Aber das ist meine Meinung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so geflasht von Final Fantasy 7. Wie die ganzen anderen Menschen. Ich finde, Final Fantasy 7 ist ein mega gutes Spiel. Ja, keine Frage. Aber, ich weiß nicht, irgendwas hat Final Fantasy 10. Nogger. Für 14. Das ist ja mal sehr interessant. Ich hätte mich vielleicht Topschutz mitnehmen sollen. Ich klinge vielleicht gerade ein bisschen erkältet. Oder eben ein bisschen müde. Kann aber auch sein, weil die Uhr 10 vor 2 hat und ich gerade am Hochladen bin und wie ein Topschutz, hammergeil. Und ich ein bisschen müde bin. Aber ich scheue natürlich keine Kosten und Mühen, hier aufzunehmen. Da wir Topschutz haben, können wir jetzt auch ruhig mit meinem Fahrrad hier rumdüsen. Und ich will aus diesem verkackten Felstunnel raus. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube noch nicht. Genießen wir noch ein bisschen die Fahrradmusik. Ach, hier kommen wir schon wieder runter. Ich glaube, ich habe ein Item ausgelassen. Ah, da hat mich meine Nase doch nicht verarscht. Guck mal. Na gut, X-Treffer brauchen wir jetzt nicht, ne? Aber es geht ums Prinzip. Was gibt's denn noch so zu erzählen? Ja, mein Topschutz funktioniert nicht mehr. Das ist sehr interessant. Dark Souls 2 kommt bald raus. Das ist doch mal... ja, ich habe gar keinen Kraxler, ne? Das ist natürlich doof. Na gut, dann brauchen wir auch gar nicht weiter. Es weitergehen. Dabei habe ich Dark Souls 1 noch nicht mehr gespielt. Geschweige denn Demon's Souls, was eigentlich der Vorgänger von Dark Souls 1 ist. Und damit der erste Teil sein müsste, aber... ihr wisst, was ich meine. Und ich habe mich hat ein Kollege mal drauf angesprochen, ob ich nicht dabei sein möchte, wenn er das spielt. Und er es eben auch hochlade, also ist eben, ich nehme auf, er spielt, mache mich drüber lustig, wie schlecht er ist oder wie ihn das Spiel halt abfuckt, ja. Aber mal sehen, vielleicht bestelle ich es mir selber und spiel's dann auch. Da käme jetzt ja niemand drauf, gell? Weil so eine Spiele sind nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin doch nicht so... Hand aufs Herz, du bist doch genauso verrückt ein Pokémon wie ich, oder? Ein Pokémon ist das Beste, Beste. Pokémon ist meine Kindheit, ja? Winfried, ja. Dann hatte deine Mutter aber den richtigen Namen gegeben. Morlord, Wasserboden, ja. Ich bin natürlich total unbeeindruckt von deiner schlechten Pokémon-Auswahl, ja. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen... Von meiner Auswahl bin ich auch nicht unbedingt viel mehr begeistert. Du stirbst trotzdem. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich suche immer noch Leute fürs MW2. Privatrunden, 3 gegen 3 oder so. Ne? Meldet euch, ey. Ich hab voll Lust, Junge. Greg, geh mir nicht auf die Eier. Das kannst du knicken. Ich werde da garantiert nicht dran gehen. Du kannst mich. Ey, ich hab keine Pokémon-Stärke! What? I'm feeling I'm being derp 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 derp
Ich mach aber was ganz anderes. Ich bring Kleinsteinstärke bei, damit ich ans Item komme, denn ich bin fucking gierig. So. meine Sing- oder Gesangskünste mal unter den Scheffel gestellt, ja. Lavandia. Die Lavandia-Musik aus der grünen Edition kennen wahrscheinlich nicht allzu viele, weil die ja schnellstmöglich wieder vom Markt genommen wurde und auch nur in Japan rauskam. Toll. Weißt du, verlernst du Steinpolitur für Kleinstein, ne? Damit er Stärke lernen kann, um dir das Item zu grabben. Und was ist es? Steinpolitur. Hm, als hätte ich es geahnt. Okay. dann packen wir dieses liebe Kleinstein mal wieder weg. Und, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, mal ganz ehrlich muss ich auch sagen. Aber letzte Zeit, ja, ist irgendwie so auf YouTube wirklich so das, was heißt Phänomen, aber dieses Aufnehmen mit Facecam so richtig in Mode gekommen, ne? Bei PeteSmeet kam das jetzt rein. So, ich selber würde auch das liebend gerne machen, um eben Fratzen zu schneiden und allen drum und dran. Aber ich habe leider keine vernünftige Cam. Und ich habe schon eine Cam, aber irgendwie wird das immer asynchron. Ich bin viel zu faul, aber wirklich viel zu faul, das immer wieder hinzuschneiden. Oder geschweige denn immer wieder neu aufzunehmen müssen. Aufnehmen zu müssen. So richtig rum. Ja. Und deswegen... Ich habe von einem Kunstspiel in Jodo gehört, der maßgefertigte Pokémon herstellen soll. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Nein. Das ist dieser Typ, für den man Asche laufen. Nee, gar nicht. Das ist ein Saphir. Ehrenamtlich betriebenes Waisenhaus für Pokémon. So. Gibt's hier das Radiomodul? Es gibt ja draußen schreckliche Leute, die ihre Pokémon links liegen lassen, wenn sie genug von ihnen haben. Mr. Fuji bietet diesen armen, heimatlosen Pokémon ein Zuhause an. Ja, das ist jetzt hier aus von Mr. Fuji. Aber Moment, ist er leider nicht hier. Du sollst am besten mal im Haus der Erinnerung nach ihm. Ja, okay. Von diesem Mr. Fuji, ja, kriegen wir nämlich das Radiomodul. Bist du Fuji? Die Leute kommen von überall her, um hier den Seelen dahingegangenen Pokémon Respekt zu erweisen. Finde ich gut. Wir trauern die Menschen. Wir unterbrechen mal nicht die Trauer der Menschen und suchen Mr. Fuji. Bist du Fuji? Ja. Sei willkommen. Du scheinst dir sehr viel Mühe beim Trainieren des Pokémon-Teams zu geben. Die Sorte ist ein Treffpunkt für Leute, deren Herz für Pokémon schlägt. Möchtest du dem Team, Pokémon-Team hier auch deinen Respekt zollen? Sie werden es dir sicher danken. Junge, verarsch mich nicht. Ich will das Pokémon-Modul für mein Radio haben. Ich habe so lange mit diesen Pokémon zusammengelebt, dass sie für mich denselben Stellenwert einnehmen wie meine Enkelkinder. Ja, das kann ich nachvollziehen. Würde wahrscheinlich auch. Pokémon sind ja quasi wie Haustiere. Quasi. Moment, quasi, ja. In Kanto laufen viele gute Sendungen im Radio. Ja, dann, da werden wir doch schon hellhörig, wa? Kriegt das von dir? Lavandia ist eine ruhige, kleine Stadt am Fuß der Berge. Seit es den Radioturm gibt, ist hier auch richtig was... Ah, das ist ein Radioturm? Ist es nicht mehr der Pokémon-Turm? Das war sehr, sehr affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin Soldat namens Rakel. Soll ich die Spitznamen bei Pokémon bewerten? Nein. Peter hat sowieso die dämlichsten... Warte mal, habe ich meine Pokémon eigentlich auch benannt? Nein. Alter, Peter und sein Street Fighter und Dragon Ball und Mega Man. Okay, ich habe den Mega Man Cappy. Ich halt meine Fresse. Alles klar. Radiomodul, ahoi. Wir brauchen es nämlich. In diesem Radioturm sollen sehr viele Menschen angestellt sein. Sie alle geben ihr Bestes, um uns ein spannendes Programm bieten zu können. Natürlich. Oh, du bist also dieser Chuck, der das Problem mit der Kraftwerk gelöst hat. Dank dir konnte ich meinen Job behalten. Du hast mir das Leben gerettet. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Nimm schon, das gehört dir. Dankeschön. Damit kannst du neue Sender auf dem Radio anfangen. Ist mir total egal. Denn, um es euch mal kurz zu demonstrieren. War das nicht herrlich? Ich bin fast eingeschlafen. Aber nicht vor Langeweile, weil das Poco-Flötenlied einfach so genial ist. Okay.
So. Folgende Situation ist natürlich jetzt. Pokécom. Radio anmachen. Relax, Sorge, springen plötzlich auf, es ist wach. Level 50 ist das. Könnte ein bisschen schwer werden. Aber nicht für Malziana. Malziana schafft das. Okay. Ich bin relaxed, ich hab Überreste. Ich hab Überreste? Ich glaube, ich muss für dieses Relax zu fangen. Ich glaube, ich will mir Relaxo auch so fangen, einfach nur für den Pokédex. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das ganz schön vernachlässigt, ne? Aber so richtig. Dafür, dass ich mir als Ziel gesetzt hatte, immer, also den Pokédex recht mäßig, ja, zu füllen, so gut es ging, haben wir das ganz schön schleifen lassen. Das heißt, wir, Peter, das sowieso nicht vor, das zu machen, aber ich hatte mir so schon so erzählt, so ein paar Pokémon wenigstens mal zu fangen. Alter. Der hat tatsächlich mal Psyana geplättet. Das finde ich aber sehr frech von dir, mein Freund. War sehr frech von dir. Natürlich tun wir das nächste Pokémon. So, kein Problem, Nappa. Denn er hat natürlich Superstahl verlernt. Das ist natürlich sehr gut. Machen wir halt Matschbombe. Oh, hat das nicht getroffen, was? Weil ich das nicht getroffen hätte, war beleidigt dich. So. Haben wir einen Hyperball? Ja. Was ist ein Mondball? Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstein entwickeln. Dementsprechend ein Nidorino. Nidorina. Pipi. Pummeluff. Entwickelt sich Pummeluff überhaupt damit? Frage. Was braucht noch Mondstein? Nachtara entwickelt sich bei Nacht. Alter. Und dein Critty ist kaputt. Oh, Nappa, du bist so scheiße, wa? Okay. Das Relaxo ist besiegt. Hey, yeah. Und es hat nicht mal 18 Minuten gedauert. Ich bin Peter. Ich singe den Inkompetenz-Song. Fick dich einfach nur. Dann darf doch noch Gary fertig machen. Das kommt mir gerade. Was heißt Gary? Blau oder wie er hier heißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, nö. Dann darf der auch noch Gary fertig machen, Alter. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich. Mir so scheißegal war. Ich habe die Top 4 erledigt. Darf er Gary machen. Ist, glaube ich, fair. Ganz ehrlich, soll er doch. Lassen wir ihn den Spaß mal. Ich gönne ihm das so ein bisschen, oder auch nicht. Eher weniger, aber das war mal nebenbei nur. Also am Rande, gell? Da ist Kraxler wieder. Kraxler haben wir nicht. Und ganz ehrlich, auf die Scheiße pfeife ich auch. Soll er sich die Items danach erholen? So. Und damit wären wir in Vertania City. Ja, Quatsch, gar nicht, oder? Bin ich richtig? Vertania City? Stimmt das? Ah, wir haben keinen Zerschneider dabei. Ist natürlich mega awesome. Ich bin natürlich total vorbereitet, wa? Bitte lass hier ein Computer sein. Oh, warte mal. Bist du Chuck? Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Zauberasche, ja. Ich geb dir auch gleich Zauberasche. Scheiß dir gleich in die Ecke, ne? Zauberasche. Lol, warte, was? Hä? Wo ist diese
Anführungszeichen Zauberasche. Ich sehe hier nur Lichtlehm. Ah, belebt und frischt, erfrischt alle besiegten Pokémon und füllt deren KP vollständig wieder auf. Hui. Schick. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass ich kein Zerschneider-Pokémon habe. Weißt du was? Peter, darum kannst du dich mal kümmern. Ich habe dir das Relaxo entfernt, ich habe das Radiomodul geholt. Ich glaube, ich habe meinen Job eigentlich ganz gut getan heute. Deswegen war es das auch wieder mit Soul Silver. Ich hoffe, es gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.